Saisonstart in der Regionalliga Ost. Die neuen Young Violets treffen auf die Wiener Viktoria den Club von Austria-Legende Toni Polster. Während bei den Jungfeilchen kehrt mit Max Ulig ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück. Der Übergang eigentlich war wieder nahtlos. Ich muss sagen, es war auch im Winter damals eine schwierige Entscheidung für mich, die Jungs da zurückzulassen. Aber ich denke, der Schritt war trotzdem nachvollziehbar für alle von außen. Intern haben wir dann einfach herausgefunden, dass halt das Projekt trotzdem mit der Kooperation auch noch nicht in dem Stadium ist, wie es sein sollte, damit ich einfach gute Arbeit machen kann. Und da war ich einfach nicht der Richtige zur richtigen Zeit. Und das habe ich so akzeptiert und auch der Verein hat so akzeptiert. Und bin aber sehr froh, dass ich nochmal die Möglichkeit bekommen habe, da zurückzukommen. Während in der ersten Startelf von Max Ulig steht mit Philipp Maybach ein 16-Jähriger da, dazu mit Lars Stöckl, Romeo Mörth, Konstantin Alexa, drei 17-Jährige. Weiter sind fünf 18-Jährige in der Startelf, dazu Neuzugang Valentin Teufel im Abwehrzentrum mit 19 Jahren, der älteste der Jungen. Angeführt natürlich von Kapitän Philipp Hosiner, mittlerweile 35 Jahre jung. Die Young Violets starten dominant und mit viel Druck. Da kommt der Ball von der linken Seite auf Philipp Hosiner. Und der hält vom 16-Eck drauf. Viktoria Schlussmann, Sadilek wehrt den Ball an die Stange ab. Nach 19 Minuten dann Angriff über die linke Seite. Julian Reuter ist das. Hereingabe und Philipp Hosiner im Rutschen über das Tor. Nächste gute Chance. Nach rund 20 Minuten dann erstmals die Gäste gefährlich. Da kommt der Ball auf die linke Seite. Hereingabe und die Austria-Abwehr kann da gerade noch klären. Der nächste Angriff wieder über links. Ja, dann gibt es hier einen Seitenwechsel, Spielverlagerung auf die rechte Seite. Die hohe Flanke und Dominik Rotter ist das per Kopf. Aber letztlich keine Gefahr. Dann wieder einer der vielen hohen Ballgewinne der Young Violets. Konstantin Alexa hat da Platz und Zeit, dribbelt auf die Abwehr zu, sieht Philipp Hosiner, der ist völlig frei an die Latte. Ja, da haben nur Zentimeter gefehlt. Dann wieder die Young Violets über die linke Seite. Da kommt der Ball zu Julian Reuter. Mit dem Seitenwechsel auf den anderen Flügelspieler, das ist Mikolaj Sawicki. Ja, und sein Flachschuss verfehlt dann das lange Eck. Hauchzart, es geht torlos in die Pause. Die Führung der Veilchen wäre hochverdient gewesen. Und wie immer könnt ihr die Halbzeitpause nutzen, um Viola TV auf YouTube zu abonnieren, damit ihr auch bei den Young Violets zukünftig regelmäßig top informiert seid. Ja, und mit demselben Tempo aus Halbzeit 1 kommen die Schützlinge von Max Ulig aus der Kabine. Hohes Pressing teilweise. Und hier sehen wir schon das 1:0 für die Young Violets. Konstantin Alexa war das. Ja, wir sehen es dann in der Wiederholung. Die Young Violets haben die Viktorianer da früh unter Druck gesetzt. Romeo Mörth mit dem Pressing. Der Tormann mit dem Abspielfehler. Und er spielt den Ball in die Tiefe auf Konstantin Alexa und der schiebt mit links staubtrocken ins lange Eck ein. Ja, und die letzte Chance dann im Spiel ist dieser Lattentreffer von Abwehrhühne Valentin Teufel, der Neuzugang. Zum dritten Mal ein Aluminiumtreffer in diesem Spiel. Ja, aber es bleibt beim 1:0 für die Young Violets gegen die Wiener Viktoria durch diesen Treffer von Konstantin Alexa in der 57. Minute. Ja, großer Jubel bei den Young Violets. Die Interviews etwas vom Winde verweht. Ich bin super zufrieden. Ich bin vor allem aber zufrieden mit der Leistung, die wir gebracht haben. Ich finde, ja, es waren wieder einige Zuschauer auf der Tribüne, die auch immer wieder laut waren und begeistert waren von dem, was die Jungs gezeigt haben. Und das stimmt mich extrem zufrieden. Und dass wir es zusätzlich noch geschafft haben, die drei Punkte einzufahren, ist natürlich dann perfekt. Extrem zufrieden mit den Jungs, weil wir wirklich genau das gezeigt haben, was wir jetzt die letzten 6 Wochen trainiert haben. Und das erste Spiel ist immer so ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, wo man steht. Aber wir haben wirklich genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben defensiv ganz, ganz wenig zugelassen. Haben gewusst um die Kopfballstärke der Viktoria, haben das super wegverteidigt über 90 Minuten.
offensiv wirklich sehr, sehr viele Akzente gesetzt. Ich glaube, insgesamt dreimal Lotten im Spiel, ein paar Mal 1 gegen 1 gegen Tormann, Gott sei Dank auch Tor gemacht und das dann souverän drüber gebracht. Also gegen so einen Gegner zu so vielen Chancen zu kommen, stimmt mich sehr zufrieden. Dass wir im letzten Drittel noch Themen haben, das ist ganz klar. Aber ich bin einmal froh, dass wir unsere Energie, unsere Power, unseren Zug zum Tor wieder aufs Feld gebracht haben und uns dann trotzdem auch mit dem Tor belohnt haben. Ein Tor mehr als der Gegner, das ist immer ausreichend. Von den Chancen her hätte man sich jetzt sicher einen höheren Sieg verdient gehabt. Aber ja, es war das erste Spiel. Für das war es, denke ich, vor allem von den Abläufen, defensiv und offensiv, wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn man bedenkt, dass wirklich wieder viele junge, neue Spieler dazugekommen sind, die in der Regionalliga gespielt haben. Und für das war es, denke ich, wirklich eine sehr, sehr reife Leistung.